So, Part 91. Machen wir natürlich hier gleich weiter. Ich will jetzt hier in die Stadt. Dann machen wir dort einfach mal weiter, ohne jetzt großartig noch die Gegend zu erkunden. Die Gegend erkunden, das mache ich nochmal in aller Ruhe. Habe ich ja schon öfters erzählt. Obwohl, ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das wirklich offscreen mache oder ob ich euch da vielleicht noch mitnehme. Aber ich denke mal, das würde das Let's Play dann einfach so ein bisschen übertrieben in die Länge ziehen. Oh, Kacke. Ja, Weg der Magie, das ist clever. Problem ist, glaube ich, auch nur, warum das so für die Suchenden so clever ist, und er liegt einfach nur daran, dass die mich nicht besessen machen können. Die rote Aura hatte der Justin, glaube ich, schon mal gefragt, habe ich aber, glaube ich, schon mal beantwortet. Falls nicht, mache ich das jetzt nochmal. Wenn du die ansprichst, kommt ja so eine rote Aura. Das ist sozusagen deren geistiger Versuch, dich irgendwie auf ihre Seite zu ziehen oder dich so ein bisschen umzukrempeln. Das ist halt dieser mentale Angriff. Und dadurch, dass wir halt Magier sind, sind wir denen halt mental überlegen. Und durch dieses Schutzamulett, was wir bei uns tragen, deswegen sind wir ja für die auch so klug, hier Seelenrufamulett, können die mit ihrem mentalen Angriff halt nichts machen. So, wenn wir jetzt einen anderen Weg gewählt hätten, dann würden wir uns nach einer Weile besessen fühlen. Das ist in erster Linie aber nicht so schlimm. Und wie heißt's? Der Effekt von diesem Besessensein ist sozusagen, dass wir eine gewisse Zeit lang, nicht eine gewisse Zeit, sondern solange wir besessen sind, regenerieren wir uns nicht, wenn wir schlafen. Also Mana und HP-Regeneration sind dann nicht gegeben. Da müssen wir dann erst zu Pyroka. Dem müssen wir dann sagen, dass wir besessen sind. Der hilft uns dann einmalig und verkauft uns sonst für 200 Tacken immer so ein komisches Elixier. Trank der Erlösung nennt sich das. Und wenn wir dann schlafen wollen, müssen wir das Ding vorher tragen. Dreckiger Dieb, na warte! Entschuldigung, das... Ja, hätte ja sein können, hätte ja sein können. Alles ruhig? Du lebst ja immer noch. Alle Achtung. So ein Drecksack. Du weißt, dass ich jetzt Magier bin und du jetzt die Schnauze vor mir im Stuhl zu kriechen hast. Der muss die Arbeit ja machen. Na gut, Daron. Schwierig bedeutet unbelagt. Ich habe was anderes gehört. Gut. Er sollte lieber den Kanta, du dreckiger Lümmel. Das wäre ein Kinderspiel. Zeig mir deine Ware. Such dir was. Was ist natürlich nichts Besonderes. Wir haben natürlich auch nicht so viel. Rostiges Schwert, schwerer Ast. Und es wird noch viel schlimmer. Jo. Ich muss weiter. Von mir. Naja, ich muss weiter von mir aus. Das ist mal wieder typisch. Jona, hast du irgendwas? Zeig mir. Was du sagst. Feuerkraut, Feuerwurzel, Heilwurzel, Heilkraut, aber sonst hast du nichts. Gut. Ich habe was anderes. Hakon, hast du irgendwas? Und das wird noch viel schlimmer. Können wir gewagt schon machen? Haben wir genug Geschick? Ja, ich glaube schon. Das ist ja interessant. Zeig mir deine. Es ist mir eine Ehe. Du hast nichts, ne? Milizgürtel, Gürtel des Schutzes, Abwehr, Beschützergürtel. Beschützergürtel, plus 7. Was trage ich denn für einen Gürtel? Schärpe des Feuers, plus 5. 118, 18.
Ja, da gibt 10. Ups, Entschuldigung. Noch alles so, was hast du denn hier? Zugriss. Und es wird noch viel schlimmer. Zeig mir deine Ware. Oh, du hast wieder Zeug. Elixier des Lebens. Übel. 1800. Scheiße. Will ich die ganzen Sachen verkaufen bei dem? Normalerweise wäre das kein Problem, aber 4, 5 ist alles echt nicht so viel wert, ne? Yo. Warte, ein Heilkraut ist mehr wert als so ein Trank. What the fuck? Achso, ja, Heilwurzel wollte ich jetzt nicht bei dem, wollte ich jetzt nicht so viele verkaufen von dem. Macht aber nichts. Dann ist das, kann man mal machen. Irrlicht, Zeichen, ja, ich habe halt auch nicht so viele Ringe, ich habe echt nicht so viel zu verkaufen. Ah, oh, Lebensenergie plus 20, geil. Jetzt bin ich aber auch pleite, aber weißt du was, wir machen so, ich gehe jetzt erstmal zum Dingsbums. Zum Bossbar und sagt dem, was Sache ist. Das höre ich zum ersten Mal. In der Story geht's weiter, wenn ich ins Kloster gehe, dort diesen Hebel betätige und so weiter und so fort. Und das Meer gab bevor ich jetzt aber hier in der Stadt mich nochmal ein bisschen bereiche, möchte ich erst nochmal den Markt halt erkunden. Dafür brauche ich Kohle. Kohle kriege ich, indem ich. Die meiste Kohle zumindest kriege ich, wenn ich meine Fälle verkaufe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Wir wissen, dass wir die Fälle. Zeig mir. Hier zum Beispiel Fälle. Normales Wolfsfell. Haben wir hier eins. Keilerfell 2 Gold. Schafsfell 2 Gold. Wolffell 2 Gold. Wagenfell 4 Gold. Und was haben wir noch für Fälle? Wir haben bestimmt noch irgendwie andere Fälle. Hier. Fälle eines Schattenläufers 38 und 3 Trollfälle 45. Ich hab hier. Keilerfell? 15 Gold. Schafsfell? Würde mir nie. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wagen. Zähe Biester 10 sind Gold? Das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das 250. Für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. 300. Wenn du mehr hast. Gut. Jetzt speichern. Ich will nämlich dem seinen Geldbeutel nochmal angucken. Da bist du ja. Wie sieht's denn? Bisher gibt es nichts Neues. Na warte, du dreckiger Dieb. Nein, nicht speichern. Hä? Okay, gewagt ist noch ein No-Go. Alles klar. Na gut, aber wenigstens haben wir wieder Kohle. Das ist super. So, ich will hier aber noch gar nicht wirklich weiter. Obwohl, wenn ich schon hier bin, eigentlich nicht. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Es wäre ein Kinderspiel, ist ja kein Problem. Kinderspiel und schwierig ist gut. Zeig mir deine Ware. Nee, Kinderspiel und gewagt ist nicht für meine Bescheid. Aber der Rest ist ja relativ easy peasy, lemon squeezy. Wo hast du das denn schon wieder her? Es scheint, es ist gut, dass du deine Vorräte nochmal. Gut, ja, bei den Paladinen geht es jetzt hier richtig ab. Die sind jetzt drauf und dran abzuziehen. Kannst du, wenn ich. So, die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Aber erfahrungsmäßig 495.000. 474.000 habe ich. Oh, und dann noch ein Level abkriegen ist schwierig. Level 43. Das ist gut. Hey, du. Arbeitest du immer noch für die Paladin? Ich habe den Auftrag. Ich stelle jetzt für ihn Erd. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit. Wenn du also eine gute Klick. Hey. Brian, ich habe noch. Bei gewagt bin ich mir noch nicht sicher. Hey. Was kann ich. Ich könnte. Nee, du hast nichts Interessantes für mich.
Gut. Hab ich dem Pack schon den Schlüssel geklaut? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, die Türen kriege ich alle nicht auf. Das ist schade. Gibt nämlich eine Stadtwache, ein paar Stadtwachen mit Namen. Jo, was hast du denn auf dem Rücken? Zeig mir. Was hast du denn hier? Oh, zwei Kronstöckel. Nimm ich! Eine Drachenwurzel! Nimm ich! Was hast du sonst noch? Snipperkraut, Feuerwurzel. Den Rest habe ich schon. Geil! Stärkedrank, oh Stärkedrank. Stärke und Mana-Trank. Magier, der einfach mal so blindlings durch die Gegend springt. Hat man auch noch nicht gesehen. Super, freue ich mich. So, das ist gut gespeichert. 105 Stärke, 191 Mana, 102 Einhand. Dann können wir nämlich den Rapier eventuell bald ablegen, obwohl, glaube, so viel ist das jetzt nicht. An dem Innos und Belia keine Macht hat. Naja. Zeig mir deine Äpfel nehme ich mit. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Gut, den Turmschlüssel habe ich geklaut. Jetzt müsste ich eigentlich den Joe befreien können. Der Schmied, also der Waffenhändler vom Dingsbums, hat ja rumgeheult. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe doch... Den richtigen Schlüssel habe ich doch geklaut. Oder war das Pack? Na gut, muss ich halt mal weiter gucken. Jetzt will ich erst mal hier mit den Leuten quatschen. Diesen Part werde ich, wie gesagt, komplett in der Stadt verbringen. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Einfach nur die XP. Danke. Auf das ist das Land zerstört. Geht, ne? 476.000. Aber Innos sah, du, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Und er erwählte den... Hey, du! Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zu bringen bist. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Ja. Adanos segne dich. Mach ich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Danke. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Ich hoffe, ich sehe dich heil. Ja, passt schon. So, was haben wir denn hier? Magische Kraft, Adanos spenden? Nee. Gut, Vatras hat uns jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Gut, lasst mich mal jetzt überlegen. Den Markt haben wir jetzt leergeräumt. Fast. Ich will jetzt bei Zuris nochmal rein. Gucken, was der noch so hat. Zeig. Der hat bestimmt, nee, kräutermäßig hat er nicht viel. Goldene Schale. Bevor ich jetzt hier großartig was ausgebe, werde ich mir das mal, glaube ich, ein bisschen aufheben. Das ist ja schrecklich. Zeig. Und gucken, ob ich hier den ein oder anderen noch was abkaufen, abluchsen kann. Gewagt ist immer noch ein bisschen wirklich gewagt. Supi. Hey. Abujin, hallo. Kannst du... Ja. Wie viel willst du? Für bescheidene 1000. Boah. Erzähl mir von... Gut.
Dunkelheit zieht über das Land. Das Böse wird triumphieren. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Du wirst zurückkehren. Aber du wirst keine Ruhe finden. Das ist, glaube ich, ein Teaser auf Gothic 3. Das war alles. Boah, hat ein Tausender gekostet, ne? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Hey, du. Die Drachen, die das Land bedrohten, wurden von tapferen Männern unter dem Befehl von Lord Hagen besiegt. Bald wird auch König Roba das Land von den Orks befreit haben und das Königreich wird in neuem Glanz aufblühen. Hör zu, lecker. Komm, wir füllen die Wache ab. Nee, war ganz cool. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wer von Wachen den Schlüssel weißt du, hat. Mann. Ja, ich bin in Ordnung, passt schon. Hey, Redner. Stör mich nicht. Naja, bin im Dienst. Arschloch. War das jetzt der richtige Schlüssel? Ich bin mir da echt nicht sicher, was es mit diesen ganzen Schlüsseln so wirklich auf sich hat. Oder welche Wache wirklich jetzt für die... für den Turm hier zuständig ist, weil da gammelt nämlich der Joe rum. Der wollte nämlich, hat hier... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Mist. Da muss ich doch nochmal in die Kaserne rein. Könnte ein bisschen längerer Part werden, obwohl es geht. 477.000. Es geht schnell, ne? Aber ich glaube, ich habe einmal bei dem vergessen, irgendwie was zu holen. Das war jetzt nicht so geil. So, Jungs, der Magier ist hier, um euch zu erleichtern. Danke. Stadtwache. Da ist niemand. Hallo, Peck. Alles klar? Ja. Alles gut. So, wer... Mortis. Ich will... Natürlich willst du das, aber solange... Ich bin Magier, ich sollte normalerweise über dir stehen, Bruder. Alter, wenn ihr wüsstet, ey, wer ich bin, ey. Dann würdet ihr aber alle zu Kreuze kriechen. Gehen wir mal rein und gucken mal, was hier so abgeht. Ist nicht viel, ne? Nö, so viel ist hier nicht. Ich will mal gucken. Ich habe gespeichert. Sieht mich hier jemand? Nee, ne? Turmschlüssel, schwerer goldener Teller. Ona und Maria, aha. Interessant. Hier liegt nur Müll rum. Ona und Maria, ich verstehe. Das haben sie also beim Onas Hof mitgehen lassen, diese Lümmel. Ich glaube, mit dem das wiedergeben ist die... Ich habe alle Drachen im Minental getötet. Wenn das wahr ist, musst du Lord Hagen davon berichten. Geh am besten direkt... Mach ich. Gibt es hier irgendwelche Gefangenen? Du wagst es, hier aufzukreuzen? Ich kann es nicht beweisen, aber ich wette, du trägst Mitschuld daran, dass ich hier sitze. Entschuldigung. Du bist... Geh weg. Jetzt. Gut, ansonsten... ist hier nix. Hey. Boltan. Buble. Nee, hat nix, okay. So, Turmschlüssel. Die Kaserne habe ich jetzt fast leer geräumt. Da hinten auf der linken Seite ist noch jemand. Der kann uns, glaube ich, Armbrustschütze beibringen. Wollt aber rum, dass wir nicht zu den Paladinen gehören. Hey, du, was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Ich glaube, mir kommen jetzt ziemlich viele... Kannst du mich trainieren? Natürlich.
Und vergiss nicht, Geschicklichkeit und Fernkampf gehören zusammen wie Armbrust und Bolzen. Das eine ist ohne das andere nicht viel wert. Verstehe. Alles klar. Brauche ich aber nicht, weil erstens bin ich geschickt genug eigentlich. So, wir haben jetzt eigentlich relativ viele Schlüssel zu Türmen. Die müssten wir uns jetzt eigentlich alle mal so angucken, wo wir halt rein können und nicht. Die Türme, die haben manchmal so ein paar Waffen. Da können wir noch ein bisschen Kohle kriegen. Wir haben ja nur noch 1300, das ist nicht viel. Aber das Problem ist, wir kommen da, glaube ich, so nicht rein. Ich lasse die Dinge einfach mal offen. Weil wir dürfen da halt nicht rein. Aber wir können sie aufmachen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, wir haben aber, wir können, glaube ich, nicht in alle Türme rein, nur in ein paar. Die möchte ich natürlich auch ausräumen. Wir wollen ja so viel mitnehmen, wie es geht, weil wenn ich schon Let's Play durchziehe, dann ziehe ich es auch wirklich durch bis zum bitteren Ende. Wenn es denn ein Ende hat, und da versuche ich auch möglichst viel so bat er Innos, mitzunehmen. Ihnen Teil seiner Macht in seinem Reich zu belassen, Valentino. Auf dass er sie dem Menschen wiedergebe. Kann ich ja statt das den Schuss klauen, ne? Es geht nur bei Innos, NPCs mit Namen. In seiner Weisheit tat es. Hey, danke, Mann, vielen Dank. Ich dachte schon, ich komme hier nie wieder raus. Was machst du hier? Ja, ich bin eingesperrt worden. Die Tür war auf und ich wollte mal einen Blick riskieren. Aber als ich drin war, kam die Wache und hat wieder abgesperrt. Ja, das ist eine dumme Geschichte. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn das unter uns bliebe. Verstehe. Ist ja auch nicht gerade eine Heldentat gewesen. Ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken. Ja, alles klar, ja, dann auf, Joe. Hm? Aber sonst ist hier nichts drin, ne? Na, einen schweren Kriegshammer. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Gut, der ist jetzt raus. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Heldentat gewesen. Geil. Jetzt müssen wir zu Arkon und dem Bescheid geben. Also er dachte, er wird von dem Hakon hat halt irgendwie gesagt, ja, hier blöd gelaufen und ja, halt doof gelaufen, ne? Banditen entführt und pipapo und jetzt haben wir gemerkt, ja, Arschlecken. Der Typ war einfach nur irgendwie dämlich. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das sind wieder Suchende. Gut. Bleib aber noch hier in der Stadt. Ich bin hier oben jetzt auch soweit fertig. Jetzt muss ich nur noch zu Haron gehen. Hier oben habe ich die Leute in der mittleren Stadt, also in der Unterstadt, habe ich die Leute alle um ihren Geldbeutel erleichtert. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte ja eigentlich schon Bock auf ein größeres Spiel. Wieder. Vielleicht Skyrim. Also, das ist natürlich auch so ein Rollenspiel, ist natürlich ganz geil. Aber so ein Tomb Raider ist natürlich auch nicht schlecht. Obwohl ich jetzt der Niki jetzt auch keine Spiele klauen möchte. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So, ach so, ja, dem Hakon wollte ich das berichten. Und dann wollte ich... Ich glaube, ich gehe zuerst in die Oberstadt, weil da ist weniger los als unten. Und es wird noch viel schlimmer. Das ist mal wieder typisch. Zeig mir, es ist... Okay. Okay. Gut, dann halt nicht. Ich dachte, der gibt uns noch irgendwie was, aber ich glaube, das ist dem relativ scheißegal, was der Joe da so getrieben hat. Gut, ich müsste eigentlich jetzt irgendwo hin mal pennen gehen, dass ich in diese ganzen Türme rein kann. Genau, das mache ich mal. Raus aus meinem Bett! Naja, Entschuldigung. Stehst jetzt eh wieder auf. Nee, was ist los?
Ich glaube da nicht dran. Ach nee, alles ruhig. Gut. Den Regis habe ich total vergessen. Ich muss gleich schon mal das Fenster runter machen, weil die Sonnenstrahlen direkt auf meinem Monitor scheinen. Und das ist nicht so geil. So, hier gibt es eine ganz seltene Wache. Nicht so viel. Okay, hier komme ich nicht rein. Ich muss hier schleichen, sonst heulen die nämlich rum. Gut, dann mache ich aber auch die Tür zu. Gut. Ach nee, das mit dem Roller mache ich lieber jetzt. So ist das besser. Gut, die Stadtwache hat jetzt ihre Position gewechselt. Ansonsten gibt es auch nicht so viele Türme. So, die zwei da vorne noch. Und ich glaube nicht, dass ich daran was ändern kann. Bartok, Brian, Regis lässt ihn mitten im Satz stehen. Er ist ja übel. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, jetzt muss ich eigentlich warten, bis der hier weg ist. Na, ihr habt da was gesehen? Nichts gesehen? Super, du siehst mich nicht. Super, das Springen ist nämlich relativ egal. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Das war geraten. Wieder hier raus und die Tür zugemacht. Nichts gesehen? Natürlich dumm wie Stroh. Ich guck nur nach geradeaus. Ich guck nur nach geradeaus. Was war das denn für ein Satzbau? So, speichere mal lieber ab. Okay, der hat mich nicht gesehen. Gibt's hier irgendwas? Edles Kurzschwert. Ja, super, so viele Schwerter und ich kann den ganzen Scheiß nicht mitnehmen. Gut, die Türme habe ich ausgeräumt. Miliz haben wir jetzt auch erleichtert. Wir wollen ja jetzt nicht hier gemein sein und nur eine Hälfte der Leute abklauen. Beziehungsweise abgrasen. So, ist natürlich jetzt doof, ne? Weil hier jetzt in die Buden reingehen und ausräumen ist, glaube ich, Schiffswache. Ja gut, er hat jetzt ganz viele Leute abgezeichnet. Ritter und Schiffswache, also hier, der Lord Hagen hat jetzt seine Paladine gut abgeschützt. Wambo, du hast doch bestimmt auch was Interessantes. Warte mal. Gewagt? Ja. Ich glaube, gewagt kann ich machen. Turmschlüssel erhalten. Das kann ich in den anderen Turm, glaube ich, rein. So, Lord Hagen. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Nee, ich unterweise nur Paladine. Arschloch. Dieser Mümmelmann, Ritter, ich glaube, einen Lothagen können wir nicht abklauen, ne?
Hey! Die Drachen sind tot. Ich wusste, dass Inas dir die Kraft geben würde, die Drachen zu besiegen. Wo ist das Erz? Die Orks belagern immer noch die Burg im Minental. Bis die Belagerung nicht beendet ist, hat Garond keine Chance, die Burg zu verlassen. Verdammt nochmal! Wenn Garond nicht fähig ist, der Lage Herr zu werden, muss ich mich eben selbst darum kümmern. Die der hat einfach Orks keine Männer mehr. Mich nicht auf. Mich nicht! Ich habe meinen Männern bereits Bescheid gegeben. Wir werden alle gehen. Ich lasse nur eine Das sollte dann wohl reichen. Gut. Lord Hagen ist weg. Was gibt's hier noch? Wir wollen ja hier, wenn schon, alle abziehen. Was gibt's denn hier im Rathaus? Gut, das war easy. Hat mich auch keiner gesehen, nö, ne? Verdammt, was hast du hier verloren? Das ist dir gründlich... Drecksack. Ich bin Larius, der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Tja, und da bist ich du ja also verantwortlich. Ich, nun, zurzeit sind mir die Hände gebunden. Ja. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando. Jedenfalls, solange er noch in der Stadt ist. Matz mal ab. Naja, wenigstens ist der nicht ganz so ein Arschloch wie der Richter. Gucken, gibt's hier noch irgendjemanden, den ich irgendwas abluchsen kann? Nee, ne? Blutkelch, goldene Schale, goldener Kerzenständer, steht hier irgendwas? Nee, ne? Die Gesetze der Insel interessiert keinen Arsch. Ich will gucken, ob es da noch irgendwelche XP gibt. Jäger und Beute? Nö. Gut. Machen wir mal das Rathaus leer. So wie es sich gehört. Als anständiger Magier. Oh, es regnet. So, gucken, ob der Gärtner... Das ist eigentlich schon echt mies, ne? Guck mal, es ist nachts und du hast nichts Besseres zu tun, außer auf einen Baum zu schlafen. Hey, der Saladin, der ist im Kloster und muss irgendwie... Du kannst da in die Hütte gehen. Zeig mal. Okay, der hat nur Feuerkraut, Feuerwurzeln und so ein Kram. Das ist zwar alles ganz nett, aber es bringt mir nichts. Da war doch noch was. Oder war das nur ein Feldnöterich? Ich glaube, hier sind nur zwei Feldnöteriche, ne? Ja, ich doch richtig geraten. So. Warte mal, gibt es hier hinten irgendwas? Ne, hier ist einfach nur ein Zugang. Ist hier auch irgendwo noch ein Turm, wo ich rein kann? Ne, ich weiß aber, von welcher Wache wir jetzt... Wir haben jetzt, können jetzt alle Türme angucken. Richterhauswache, ich glaube, da können wir nicht rein. Arbeiter. Das ist auch ein ganz normaler Arbeiter. Gut. Das ist dann halt doof gelaufen. Ja, wir müssen halt nachts auch mal ein bisschen rumlaufen. Einfach mal mitnehmen, was wir kriegen. So, Jungs. Verstehe, hier geht's also richtig los. Die Ritterrüstung haben wir auch gekriegt. Und die Rüstung, wenn wir Paladin geworden wären, hätten wir auch später dann die Dingsbums bekommen. Die Rüstung von Lord Hagen. Bevor ich jetzt aber in den Hafen gehe, ja, ich denke mal, den Part mache ich als Premiere, weil der etwas länger wird. Da werde ich jetzt mal... Da
dafür möchte ich die Stadt jetzt nochmal komplett ausräumen, bevor ich jetzt mich dann mit der Story weiter begehe. Und wir müssen nochmal zu Lobards Hof und noch ganz viele Sachen. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Also wir können natürlich jetzt der Story folgen und werden dann ein paar Parts fertig. Sieht mich hier jemand? Nö, ne? Links, nee. Rechts, links. Gut. Schade, es hat wirklich nicht so viel drin. Gut, jetzt haben wir alle Türme. Super. Ist eigentlich cool. Wir haben ordentlich XP eingesackt. Haben 24 Lernpunkte. Vielleicht kriegen wir noch ein Level up. Das ist, würde ich jetzt nicht für unmöglich erklären. Er sollte über den Mund halten. Ah, ich glaube, es gibt sogar noch eine Quest mit einem gewissen Buch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Genau, da gibt es nämlich noch was. Ich habe was anderes gesehen. So, wir haben hier alles. Ich? Ja, ja, schon. Gut, wir haben jetzt das Buch vom Lehmer geklaut. Das ist nämlich der Schuldeneintreiber, sondern hier der Dingsbums. Almanach der Besessenen, Hallen von Irdorat, Lehmers Schuldnerbuch. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Okay, Torben, Koragon und Hanna. Schulde die Mähren, ja, das ist nicht wenig. Wir machen es nämlich folgendes. Da gibt es nämlich auch noch eine Quest. Das sind zwei Händler und die Hotelbesitzerin. Wir können das Buch von dem Lehmer natürlich wieder zurückkaufen. Aber wir kriegen da ein bisschen was. Ich hab... Woher hast du? Das sollte dich weniger interessieren. Gib es mir! Was bekomme ich? Ich hab kein Geld übrig und kann... Ich kann, wenn ich... So, dann nehme ich das da. Das ist gut. Ich will nur die Erfahrung haben. Und die verkaufen uns, ist uns dann auch wieder. Bis auf die Hanna. Das war doch klar. Das bedeutet, du musst halt echt genau abwägen. Erst das Buch lesen und dann musst du abwägen, wem du das Buch gibst. Schau mal, was ich... Das ist das Schulden. Was hast du damit? Hier hast du... Danke. Hier, nimm das. Ein ganz besonderes Bier. Zeig. So, dann nehme ich das da. Der gibt uns jetzt ein besonderes Bier dafür. Das ist das hier. Lebensenergie, Koragon Special, Lebensenergie-Bonus, Mana-Bonus. Wir haben 853 und 191. Super. Perfekt. So, und das Schuldnerbuch von Lehmer haben wir den natürlich wieder abgekauft. Und jetzt gehen wir nämlich zu Hanna, die gibt uns einen Schlüssel. ich weiß nicht, ob ich die Diebes... Hier gibt es nämlich noch eine Diebesgilde. Die kriegen wir nicht so einfach, weil ich die Leute nicht ans Messer liefere. Schau mal. Lehmers Schu... Tja. Wenn Lehmer es nicht mehr hat, ist das gut. Aber lieber hätte ich es selbst. Hier. Danke. Nimm das hier als Bitte. Was hast du mir da... Es ist ein Schlüssel zur Pforte des Reichs. Gut. Die... Diebesgilde kommt nämlich theoretisch hier raus. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. An die Diebesgilde bin ich bis jetzt immer nur daran gekommen, wenn ich zum Beispiel Kanta ans Messer liefere und Rengaro ans Messer liefere und so weiter und so fort. Dann kriege ich nämlich Dingsbums. Dann hauen die. Dann wird nämlich ein Schläger auf mich angesetzt, der will sich mit mir unterhalten. Dann knüppel ich den um und kann dann irgendwie ins
in die Kanalisation und dort finde ich halt ganz, 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 ganz viele Sachen. Eigentlich ist es eigentlich schon ganz geil, da hinzukommen, aber ich glaube, ich komme da jetzt nicht mehr hin, weil ich es verkackt habe. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, möchte ich euch zeigen, was für einen Schlüssel die uns gegeben hat. Die Hannah ist nämlich die Wärterin des Diebesverstecks. Da war ich nämlich schon mal. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Hier gibt es nämlich auch einiges zu entdecken. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass schon. So, hier gibt es nämlich eine Höhle. Und da kann man nämlich ganz viel Gold finden. Aber das hat seinen Preis. Da gibt es nämlich noch eine Falle, die muss ich Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, da gibt es eine Fackel. Ich meine, da wäre was gewesen. Den Weg zurück werde ich jetzt nicht mit Dingsbums nehmen. Zu Fuß oder schwimmen, den werde ich dann mit entsprechenden Rune nehmen. Kann man das alles noch erkunden? Ich meine allerdings, dass ich das schon gemacht habe. Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher. Naja, gucke ich nochmal offscreen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon erkundet wurde. In den ersten Parts schon. Sehe ich dann. Normalerweise ist hier alles voller Warane. Aber wenn es hier keine mehr gibt, dann war ich hier schon. Aber durch den Schlüssel von der Hannah kann ich die Truhe öffnen, die ich damals nicht öffnen konnte. Und da ist nämlich auch ordentlich Zeug drin. Boah, ich dachte, das wäre irgendwas zum Aufheben. Und ist eigentlich gut versteckt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, habe ich die an- oder ausgemacht? Die Falle. Ja, das war mir klar. Da war ich schon und habe die Falle ausgemacht. Die müsste jetzt aus sein. Ja, super. Hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, die Truhe konnten wir nicht öffnen. Ja, hier. 400 Gold, Schatulle, goldene Schale, Silberkelch. Diese Truhe. Ansonsten, ja, hier war ich schon. Okay. So, kann ich mich zurück zur Hafenstadt teleportieren? Burg, Kloster, Korinnes. Nee. Schon sagen. Gut, Lehm haben wir jetzt abgezogen. Die Unterstadt erwacht. Das ist eigentlich perfekt. Das hat super gefunkt. Super gefunkt. Jetzt kann ich eigentlich in den Häusern war ich auch schon, das weiß ich nämlich. Jetzt kann ich eigentlich nur noch mit den Leuten sprechen, guck, ob da was Neues ist und ob ich denen irgendwie was abziehen kann. Wir sind noch am Schlafen. Das ist schon, das ist noch so früh. Krass. Na gut. Wenn es noch so früh ist, dann könnte ich eigentlich ins Kloster. Und Pyroka den Almanach schon mal wiedergeben. Ja, ich habe gesagt, in dem Part möchte ich eigentlich nur in der Stadt rumeiern, aber ich muss halt warten, bis die Leute wach werden. Weil ich offiziell nicht in die Häuser darf. Warte mal, hey, kann du. Ich hier irgendwie auch die Magier? Nee. Möge. Salandil. Verschwind. Der hat keine Lust. Ist eigentlich schade, er hat nämlich krasse, schöne Sachen. Nein.
Verrichte deine Aufgaben. Kann ich auch mal Ruhe haben? Zur Zeit nicht. Lehre mich. Noch ist es nicht. Nee, Arschloch. Ich kann noch. Sprich. Ich habe. Es sind schon. Nehmen die. Ja, danke. Ich habe das Buch. Was? Xardas hat mir den Trick ver. Ach, so ist das. Interessant. Ich warne dich. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Naja, passt schon. Segne. Möge. Danke. So, Hafenstadt. Ich wollte ihm eigentlich nur. Nein! Na komm, die Leute sind wach. Passt schon. Mehr oder weniger. Borka, hast du mir noch was zu sagen? Verstehst du jetzt dieses heiße Geschöpf der Nacht? Ja, ja. Ich habe aber keine Lust, mit der Nadja zu bumsen. Komm, lass Nick. Nee, ich komme nicht nochmal zu dir. Ich bin Magier hier. Sowas gibt's nicht. Du. Was? Sprich mit Bro. Bürger. Ja, das ist Frauenhaus, ne? Im Hafen. Der Puff am Hafen ist natürlich gut besucht. Hey. Ich bin dich. Du bist nicht beschäftigt, Mädchen. Gut, kann man nichts machen. Fenja, du willst aber nett hin, ne? Zack. Du hast aber auch nichts, Fenja, super. Gute Reise. Danke. Ich hab dich nur um deinen Geldbeutel erleichtert. Bürger, Ritter. Du machst eine Pause. Super. Das habe ich früher auch immer. Jetzt will ich da hinten nochmal zu dem Fischer. Was ist das denn schon wieder? Das höre ich zum ersten Mal. Verdammt, da bist du ja. Hast du was von meinem Kumpel will? Er ist tot. Tja, das hatte ich mir fast gedacht. Danke, dass du nochmal hierher gekommen bist, um es mir zu erzählen. Alles ich klar. Ich werde mal in die Kneipe gehen und seinen Anteil am letzten Fang versaufen. Ja, natürlich. Er hätte es so gewollt. Genau. Was hatte ich eigentlich vor? Und? War schon mal besser. Armer Kerl. Kann ich ihm nicht irgendwie nochmal einen 50er geben? Ich wollte nur die Erfahrung. Ich will den armen Sack doch nicht um sein Geld erleichtern. Okay, doch, will ich schon, aber... Naja, komm, ist egal. Ich muss einen Händler finden. Mein ganzes Gold verkaufen, was ich der Diebesbande abgezogen habe. Martin, Bruder, du bist auch Bruder des Rings. Das ist kein Geheimnis. Sollte mal speichern. Wenn der nämlich so auf mich ist, ich glaube, dann ist es richtig kacke. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Du mieser kleiner Dieb. Entschuldigung. Für Inos. Ja, super. Was hat dann Was hast du denn anzubieten? Nichts. Maulredfett, okay. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was kann ich dir denn verkaufen? Hier, Kriegshammer, Einhandwaffe. Ich hab so einiges. Das weg. Gehört. Zwei Händer weg. Edles Langschwert weg. Ich hab für so weg, etwas keine Zeit. Weg. Pfeile weg. War genauso wie du sagst. Super. Ich kann die ganzen Waffen, stimmt, die ganzen Waffen kann ich ja verkaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Eisblock hab ich. Ah, Runen, super duper. Lass mich mal ganz kurz überlegen, was ich sonst noch kann. Ein Blutkelch, den behalte ich mal lieber. So ist es in Auswählen. Goldener Kerzenständer, das weg. Sag du es mir. Das war genauso wie Silberkelch, Silberteller. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Jo, aber hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Das soll ich zum ersten Mal. Das will doch keiner wissen. Warte mal. Ich kann es nicht glauben. Das hätte er ja auch selbst wissen. Schwerer Goldteller. Nee, das war dumm. Den hätte ich nicht verkaufen dürfen. Keine Ahnung. Den möchte ich nämlich woanders dahin geben. Man darf halt nicht. Gut, ich brauche noch ein bisschen Geschick. Kann mir da jemand helfen? Kann man sich nicht drauf hinlaufen. Dann kann ich noch mehr abziehen. Aber ich bin eigentlich mit meinen 60 Geschick soweit zufrieden. Glauben. Die Frage ist, ob ich vielleicht noch was in Stärke reinpumpen sollte. 20 für 5 Stärke, dann bin ich bei 110. Die Frage ist, was kann ich für 110 tragen?
Nicht viel, ich brauche 130. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Ein Bürger, Bürger. Was hast du denn hier? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay, wenn wir nämlich zur Diebsgilde gehören, kann der Halvor uns nämlich auch ein paar besondere Fische verkaufen. Ich glaube, wir sind hier aber auch soweit fertig. Die Händler habe ich hier alle weg. Mau, hast du noch was zu verkaufen? Er erzählt alles weiter. Alles, was einfach ist, wird mitgenommen. Joe! Ich hab doch gewusst, dass ich dich hier unten finde. Nagur. Wer sind... Du glaubst das. Hey! Mario. Was? Ich hoffe, dass hier in absehbarer Zeit das Rumgehänge geht. Gut, passt schon. Der ist nicht umsonst dort. Der Mario. Was nichts Interessantes. Der kann mir auch nichts Interessantes erzählen. Ich will jetzt hier eigentlich nur alles, was Namen hat, irgendwie abziehen. Hey, du! Bürger, Bürger. Wo ist denn der Brahim? Hey, du! Ich wundere mich über gar nichts mehr. Als ob ich nicht schon genug probieren würde. Und wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja... Was ist denn so im Hafen los? Schau dich doch selbst. Gut, Monty ist wieder da. Super. Arbeiter, Arbeiter. Ja, wo ist denn der Monty? Ich dachte, er studiert Pläne. Wo ist der Bursch? Hier oben die Schiffswache ist auch weg. Stimmt. Nicht die Schiffswache, sondern Linksbums. Bürger, Bürgerin. Erfahrung 170. Wir kriegen ordentlich Erfahrung, ne? Sag mal, wie lange wollten wir noch schlafen? Du hast... Ach. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Warum ist der denn die ganze Zeit am Pennen? Naja, ich bin da reingelaufen. Oh mein Gott. Kluges Kerlchen. Warte mal. Die hat nix. Das ist nur die Frau von dem Typen. Ja, die gehen hier alle irgendwie extrem ab. Wie sieht's aus? Willst du... Nee, ich möchte dir den Geldbeutel stehlen. Hört ihr Bewohner von Korinis? Der Mann ist immer noch am Schlafen, ey. Da muss er nur diese drei Schafe bewachen. Naja, die verkünden jetzt die Neuheit. Oh, da ist jemand, hat die Drachen getötet. Super. Das, nee, zwei Sachen gibt's noch. Super. Ich glaube, ich trainiere Stärke und hoffe, dass ich eines Tages die Stärke noch genug Lernpunkte bekomme, um andere Waffen zu tragen. Ich glaube, der kann mir auch was beibringen. Karl? Was für dich? Ich... Aha. Ja, ja, lass dich nicht bei Bums in der Maschine. So, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Ja, die haben den Boss bei dem Bogen geklaut. Sie hat nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber lass dich nicht in fremden... Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Da hast du recht. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Alles klar.
Was willst du fürs Training haben? Ich habe gehört, was du für Edda getan hast. Ich trainiere dich umsonst. Oh, super. Normalerweise wollt ihr 100 oder 200 Goldmünzen dafür haben, dass der mich trainiert. Aber, jetzt kommt das große Aber. Da wir ja der Edda diese Innos-Statue gegeben haben, macht er das umsonst. 5 Stärke. Ja, komm, warum nicht? Pumpt mir jetzt alles in Stärke rein, was wir noch finden, weil so an sich komme ich ja eigentlich ganz gut klar. Warum eigentlich nicht? So, Ignaz, was hast du denn? Hey, du. Ich will... Lehre, was willst du? Was kann er mir denn? Trank der Geschwindigkeit. Ah, den hätte ich lernen müssen, ich Vollidiot. Zeig mir mal die Ware, du hast nichts Besonderes, okay. Ich will nur gucken, ob der irgendwas Besonderes hat, aber das haben die alle nicht. Wo habe ich denn das Geld her? 3800. Na doch, könnte hinkommen. Wir sind rich, bitch. Beziehungsweise sind wieder rich. Muss eigentlich gucken, wer mir noch was verkaufen kann. Aber ich glaube, wir haben alles soweit. Die Stadt ist fertig. Deswegen würde ich hier nochmal speichern. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Oder bei der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, ja, passt hier. Macht's gut. Cheerio. Bye, bye.